Die Kletterpflanzen sind aus vielen Gründen besondere Pflanzen. Sie können eine Wuchshöhe von nur ein paar Zentimetern oder aber von mehreren Dutzend Metern haben. Sie sind geeignet zum Einsatz in jedem kleinen und großen Garten, in der Stadt oder in großen Grünanlagen. Immer begeistern sie mit ihren Blüten und den dekorativen Früchten, die von Menschen und Vögeln genascht werden. Die große Laubmasse verbessert die Luftqualität. Sie bilden schöne Kompositionen mit Stauden, Sträuchern und anderen Kletterpflanzen und sorgen damit für mehr Farbe und Abwechslung im Garten. Kletterpflanzen ohne Ranggerüste kriechen auf dem Boden. An natürlichen Kletterhilfen wie Bäume im Wald, Steine oder Felsen wachsen sie empor. In den Gärten können sowohl natürliche Stützpunkte genutzt als auch künstliche Kletterhilfen eingesetzt werden. Oft werde ich gefragt, welche Gerüste am besten sind. Das hängt von der Wachstumsstärke der Pflanze und von den Ergebnissen ab, die wir von unserer Gestaltung erwarten, vor allem aber von dem Kletterverhalten der Pflanze. Es gibt verschiedene Kletterarten. Die Pflanzen klettern mit den Ranken, mit den Haftscheiben an den Ranken, die das Selbstklimmen ermöglichen, halten sich mit den Blattstielranken fest, sie winden sich oder sie klettern mit den Haftwurzeln. Sie können auch an den Nachbarpflanzen oder an anderen Kletterhilfen Halt finden. Sehen wir uns das einmal genau an. Ein natürliches Kletterorgan der Kletterpflanzen sind Ranken. Mit den Ranken klettern alle Weinreben Ampelopsis aconitifolia, Jungfernreben und viele andere Kletterpflanzen im Garten. Wir stehen vor der rostroten Weinrebe Vitis coignetiae mit sehr großen Blättern und einem Durchmesser bis zu 30 cm. Sie besticht mit der zauberhaften Herbstfarbe. Die Wuchshöhe liegt über 10 Meter und der Jahreszuwachs einer gut verwurzelten Pflanze kann sogar einige Meter betragen. 2, 5 oder sogar 7. Die Pflanze bildet sehr lange und kräftige Ranken. Das ist nur ihr Ansatz. Sie hält sich an verschiedenen Rankhilfen fest und kann hochklettern. Die rostrote Weinrebe sorgt für einen Blickfang, aber nur in großen Gärten. Sie ist für den Einsatz in öffentlichen Grünanlagen gut geeignet. In kleinen Gärten braucht sie einen starken Schnitt. Auch andere Weinreben klettern mit den Ranken, indem sie sich an Gerüsten festhalten. Zu ihnen gehören Vitis vinifera, also die echte Weinrebe, alle Sorten, die zur Produktion von Wein genutzt werden, essbare Weinreben wie Vitis zilga und andere Laubenweinreben mit dekorativen Merkmalen und essbaren Weintrauben wie Vitis riparia. Diese sehr frostharte Kletterpflanze ist hervorragend zum Einsatz für die Begrünung großer Lärmschutzwände und Zäune geeignet. Sie hat geringe Ansprüche und kann auch als Kübelkultur auf Balkonen und Terrassen empfohlen werden. Die Rankhilfen sollten nicht zu dick sein. Ein optimaler Durchmesser der einzelnen Elemente der Klettergerüste beträgt bis zu 3 cm. Für den Einsatz in öffentlichen Grünanlagen und Gärten ist besonders gut die Weinrebe Vitis zilga geeignet. Eine Mischung der Duftweinrebe und einer Weintraubensorte. Sie hat einen starken Wuchs und ist sehr frosthart. Bis zu 35 Grad Celsius unter Null. Empfohlen für Lauben und Zäune. Sie ist auch resistent gegen Krankheiten und hat leckere, süße Weintrauben, die im September reifen. Die Jungfernreben sind allgemein bekannte Pflanzen, die mit den Ranken hochklettern. Die gewöhnliche Jungfernrebe hat Ranken ohne Haftscheiben und hält sich beim Emporklettern an kleinen Elementen fest. An einer Wand oder an einer anderen glatten Oberfläche kann sie sich nicht festhalten. Daher sind die Jungfernreben nur dort geeignet, wo sie eine Mauer begrünen und davon herunterhängen sollen, ohne benachbarte Wände zu erklimmen. Eine hervorragende Pflanze für alle Maschendrahtgitter und Zäune. Die selbstkletternde Jungfernrebe Parthenocissus quinquefolia und ihre Sorten sowie die dreispitzige Jungfernrebe Parthenocissus trizuspidata und ihre Sorten bilden Haftscheiben am Ende ihrer Ranken.
Daher können sie alle Gerüste, Zäune, Maschendrahtgitter sowie flache, selbst glatte Flächen, Betonsäulen und Wände erklimmen und diese voll begrünen. Diese Pflanzen sind auch zum Einsatz als Stadtbegrünung geeignet, insbesondere wenn aus Platzmangel keine Bäume oder Sträucher gepflanzt werden können. Die grüne Masse der Lauben sorgt für die Luftqualität, liefert Sauerstoff und nimmt Kohlendioxid auf. Die Pflanze bietet auch Raum für Vogelneste und belebt die Gegend. Auch in privaten Gärten können die Jungfernreben zur Gestaltung kleiner und großer Trennwände oder zur Begrünung von Zäunen und Schutzwänden genutzt werden. Die Jungfernrebe hat im Sommer ein dekoratives Laubwerk, das im Herbst schön rot wird. Besonders ansprechend ist die wunderschöne Herbstfarbe der Blätter der Sorte Troki, bekannt auch unter dem Namen Red Wall. Wenn wir eine Pflanze suchen, die gut an den Wänden klettert, dann sind insbesondere die selbstkletternde Jungfernrebe Engelmannii oder die selbstkletternde Jungfernrebe der Sorte Murorum zu empfehlen. Diese Pflanzen bilden Haftscheiben, mit denen sie sich selbst an glatten Oberflächen sehr gut festhalten können. Zu diesem Zweck sind auch die dreispitzige Jungfernrebe und ihre Sorten Weichi, Greenspring oder andere geeignet. Die dreispitzige Jungfernrebe ist allerdings nicht ganz frosthart. Wenn uns eine mit der Jungfernrebe eintönig begrünte Wandfläche zu langweilig ist, können dazwischen in bestimmten Abständen auch Waldreben, Clematis, gepflanzt werden, zum Beispiel die wenig anspruchsvolle Clematis praecox mit einer Wuchshöhe von bis zu 2 bis 3 Metern, die sich durch die Jungfernrebe schlingt. Im Sommer hat diese Clematis kleine, beige Blüten. Und im Herbst heben sich die grünen Blätter der Waldrebe von dem roten Laub der Jungfernrebe ab. Für diesen Einsatz werden auch die Waldreben wie die Zeller, die großblütigen spätblühenden Waldrebensorten wie Polish Spirit, Etoile Violette, Krakowiak oder manche Clematis integrifolia empfohlen. Hervorragend geeignet sind auch die Waldreben Texensis, die sich durch die mit der Jungfernrebe homogen begrünten Flächen schlingen und sie schön beleben. Die Jungfernreben können auch natürliche Kletterhilfen wie Bäume, zum Beispiel hohe Kieferstämme, erklimmen und begrünen. Dabei muss das Wachstum der Jungfernreben kontrolliert werden, damit die Wirtspflanze nicht überwuchert wird. Das Ergebnis der hohen grünen Säulen besticht immer wieder. Die schwächer wachsenden Sorten wie Star Showers können in kleinen Gärten gepflanzt werden. Sie begrünen dann schattige Baumstämme und erhellen diese Stellen. Möglichkeiten gibt es wirklich sehr viele. Die Pflanzen können sich auch mit den Blattstielranken an den Rankhilfen festhalten. Diese Kletterart ist typisch für die meisten Waldreben, Clematis. Die Blattstielranken erfüllen eine ähnliche Funktion wie die Ranken bei den zuvor genannten Pflanzen. Da die Blattstielranken nicht sehr lang sind, sollte der Durchmesser der einzelnen Elemente des Klettergerüsts maximal 1 cm betragen, damit die Clematis daran Halt finden und emporwachsen können. Um Elemente dieser Dicke kann sich die Waldrebe mit ihren Blattstielranken problemlos winden. Das sind ca. 8 bis 10 mm. Sollen die Klettergerüste dicker sein, dann empfiehlt sich, daran ein Ranknetz oder Rankseile zu montieren. Das Drahtseil kann zum Beispiel am Kantholz des Tores oder am Holzzaun gezogen werden. Mit dieser Hilfe können die Waldreben bunte Sichtschutzwände bilden. Ähnlich können wir vorgehen, wenn die Waldrebe einen alten Baumstamm begrünen soll. Hier ist ein Drahtseil gespannt, das an den Baumstamm mit einer lockeren Schleife befestigt ist, damit die Kiefer mehr Spielraum beim Wachsen hat. Die Waldrebe klettert dann an der Kiefer empor, zum Teil mit unserer Hilfe, indem wir manche Triebe binden. Diese Waldrebe heißt Polish Spirit, eine gute Sorte, die allgemein eingesetzt werden kann.
Auf diese Weise können auch andere großblumige, spätblühende Waldreben oder die Waldreben Viticella bzw. Atragene gezogen werden. Sie sorgen dann im Frühjahr, gegen Ende April und im Mai für einen Blickfang im Garten. Die typischen Lianen klettern empor, indem sie die Kletterhilfe mit ihren Trieben umwinden. Das Klettergerüst darf in diesem Fall nicht beliebig dick sein. Abhängig von der Art bzw. Sorte sollte der Durchmesser der einzelnen Stäbe maximal 5 bis 10 cm, im Falle der Baumwürger bis 15 cm betragen. Geeignet sind Stäbe eher mit einem runden und nicht rechteckigen Querschnitt, damit die Pflanze besser daran Halt finden kann. Sollen die Rankgerüste dicker sein, so sind daran Rankhilfen aus Drahtseil oder aber dünne Rankstäbe vorzusehen, an denen sich die Kletterpflanze wie mit den Händen festhält und leichter emporklettert. Ich stehe hier vor der fingerblättrigen Akebie, der Sorte Alba. Diese halb immer grüne Pflanze blüht Ende April und hat attraktive Früchte im Herbst. Sie wird für die Begrünung von Umzäunungen und Maschendrahtgittern empfohlen, weil sie nicht stark wächst und sich kräftig verdichtet. Aber auch andere Sorten der Akebie, wie Silverbells oder Variegata, können für diesen Zweck verwendet werden. Welche anderen Kletterpflanzen klettern empor, indem sie die Gerüste mit ihren Sprossachsen umwinden? Zum Beispiel die Strahlengriffel, der bunte Strahlengriffel Actinidia colomicta, der scharfzähnige Strahlengriffel Actinidia arguta und ihre Sorten sowie der Blauregen Wisteria. Ähnlich klettern die Baumschlingen Periplocca, zum Beispiel die griechische Baumschlinge, die Mondsamen Menispermum und die Heckenkirschen Lonicera. Alle kletternden Heckenkirschen, zum Beispiel die Sorten der Lonicera japonica, all diese Pflanzen umwinden die Gerüste und klettern empor. Nach demselben Prinzip klettern auch die Pfeifenblumen, Pflanzen mit 30 cm großen Blättern und einer Wuchshöhe von über 10 Metern. Sie umwinden Schnüre, Ketten und andere, wie schon erwähnt, nicht sehr dicke Kletterhilfen. Für die Pfeifenblume muss ein geeigneter Standort gewählt werden. Sie verkraftet keine sonnenexponierten Stellen und braucht nahrungsreiche, mäßig feuchte, nicht trockene Böden. Um die Kletterhilfen winden sich auch die Arten der Spaltkörbchengattung, sowohl das chinesische Spaltkörbchen Schisantra chinensis als auch das rotblühende Spaltkörbchen Schisantra rubiflora sowie die Baumwürgerarten, der rundblättrige Baumwürger Celastrus orbiculatus und der amerikanische Baumwürger Celastrus scandens. Die meisten Kletterpflanzen, die sich umwinden, brauchen hohe Klettergerüste. Sie sind zur Begrünung von Toren, Lauben und wie schon erwähnt Zäunen geeignet. Manche Kletterpflanzen erklimmen die Klettergerüste mit Hilfe von Haftwurzeln, die sich an den Sprossachsen bilden. Die Haftwurzeln halten sich an den Kletterhilfen fest. Der bekannteste Wurzelkletterer ist die Hedera helix, der gemeine Efeu. Diese Sorte hier heißt Thorndale, aber zum Erklimmen von Mauern ist insbesondere die Sorte Werner geeignet und auch die Sorte Białystok. Der Efeu, ähnlich wie die anderen Wurzelkletterer, findet an glatten Oberflächen keinen Halt. An einer porösen Putzwand kann er sich aber schon festhalten. Von einer sehr glatten Oberfläche löst sich die Pflanze leicht ab. Daher sind an glatten Wänden, die mit den Wurzelkletterern begrünt werden sollen, alle 2 bis 4 Meter geeignete Kletterhilfen vorzusehen. Hier sehen wir einen Bambusstock oder einen anderen Stab, der befestigt wird und für die Stabilität der Kletterpflanze sorgt, damit sie sich bei starkem Wind oder Regen nicht loslöst. Der Efeu ist eine Schattenpflanze. Er wächst also am besten im Schatten oder Halbschatten. Wenn der Efeu an Umzäunungen wachsen und immergrüne Sichtschutzwände bilden soll, muss er an der Nord-, Nordost- oder Nordwestseite an einer gegenüber der Sonne nicht exponierten oder an einer schattigen Stelle gepflanzt werden. Nach einigen Jahren, wenn die oberen Teile der Pflanze das Licht erreicht haben, beginnen die flexiblen Sprossachsen mit den Haftwurzeln zu verholzen und der gemeine Efeu entwickelt sich vom Halbstrauch zum Strauch. Wie wir das hier sehen.
Er hat jetzt andere, herzförmige Blätter und seine Sprossachsen stehen aufrecht. Die Sprossachsen haben fast keine Wurzeln mehr und entfernen sich von der Wand. Auf diese Weise entsteht an der Wand eine Wölbung. Wenn wir wieder eine gerade Fläche haben möchten, müssen die gewölbten Pflanzenteile entfernt werden. Der Efeu ist nicht der einzige Wurzelkletterer. Auch die Kletterhortensie Hydrangea petiolaris klettert mittels Haftwurzeln. Wenn diese Pflanze an einer Wand wachsen soll, braucht sie in bestimmten Abständen eine Kletterhilfe. Schön sind die Sorten der Kletterhortensie. Zum Beispiel die Sorte Take a Chance mit weiß gefleckten Blättern, Miranda mit gelben Flecken oder Green Racer, eine schwächer wachsende Pflanze mit kleinen Blättern, empfohlen für kleinere Gärten. Die Pflanzen mit bunten Blättern wachsen besonders schön, wenn sie die Baumstämme erklimmen. Die Kletterhortensie ist bestens dazu geeignet. Auch die Spalthortensie, Schizophragma hydrangoides, und ihre Sorten wie Moonlight und Roseum klettern mit den Haftwurzeln. Zu den Wurzelkletterern gehört auch die Trompetenblume, Kamsis. In Polen werden meistens Sorten der amerikanischen Klettertrompete, Kamsis radicans, kultiviert. Auch der Kletterspindelstrauch Eonymus fortunei und seine Sorten sind Wurzelkletterer. Wir kennen den Spindelstrauch vor allem als Bodendecker und wissen oft nicht, dass er an Ranggerüsten, insbesondere aus Holz und an Baumstämmen klettern kann und eine Höhe von 2, 4 und mehr Metern erreicht. Ein Teil der Kletterpflanzen hat keine Kletterorgane. Diese Pflanzen können auch die Ranggerüste nicht umwinden. Sie haben aber lange, flexible Sprossachsen, die sich durch andere Pflanzen schlingen oder an den Felsen bzw. Klettergerüsten Halt finden können. Zu dieser Pflanzengruppe zählen unter anderem die Kletterrosen. Wenn sie an Lauben und anderen Gerüsten emporwachsen sollen, müssen sie daran festgebunden werden. Auch manche Waldreben klettern nicht mit ihren Blattstielranken, sondern finden Halt an benachbarten Pflanzen. Alle Pflanzen, die so klettern, werden als primitive Kletterpflanzen bezeichnet. Zu den Waldreben, die Ranggerüste mit den Blattstielranken nicht umwinden, sondern sich daran festhalten, gehören unter anderem die mandschurische Waldrebe Clematis mandschurica, die aufrechte Waldrebe Clematis recta und die Sorten der Clematis integrifolia wie Heather Herschel, Alionuschka oder Arabella. Und auch manche Clematis heracleifolia, wie zum Beispiel die sehr verbreitete, wenig anspruchsvolle und empfehlenswerte Sorte Praecox. Ich zeige, wie diese Pflanze klettert. Die Waldrebe Praecox ist eine hervorragende bodendeckende Pflanze mit geringen Ansprüchen. Sie gedeiht an fast allen Standorten und hat einen Jahreszuwachs von 2 bis 3 Metern. Wenn diese Waldrebe an einer Kletterhilfe wächst, wie hier an einer Eibe, wird sie sich daran festhalten, um die Wirtspflanze schlingen und emporwachsen. Ihre Blattstielranken sind steif und können die Gerüste nicht umwinden. Ihre Sprossachsen schlingen sich aber um andere Pflanzen. Eine primitive Kletterpflanze kann ohne weiteres entfernt werden, wenn wir sie nicht mehr wollen. Abgeschnitten, herausgezogen oder vertrieben. Ganz einfach, weil diese Pflanze keinen Halt hat. Wir müssen auch darauf achten, dass die Wirtspflanzen, insbesondere Nadel- und Laubgehölze, durch die Kletterpflanzen nicht überwuchert werden. Eiben und Schierlingstannen sind Schattenpflanzen und werden darunter nicht leiden. Aber an Wacholdern oder manchen Lebensbäumen, die zu lange im Schatten stehen, können die Sprossachsen trocken werden. Daran sollten wir denken, wenn wir unsere Pflanzen nicht beschädigen wollen. Beim Einsatz von Kletterpflanzen ist auch zu beachten, dass sie in Lichtrichtung nach oben oder unter einem Winkel von 45 Grad wachsen. Durch gezieltes Binden der Sprossachsen kann das Wachstum in eine entgegengesetzte Richtung erzwungen werden. Das ist aber zeitaufwendig. Die einzige Kletterpflanze, die in alle Richtungen wächst, ist die Jungfernrebe, Athenocissus.
Sowohl die selbstkletternde Jungfernrebe, Paternocissus quinquefolia, als auch die dreispitzige Jungfernrebe, Paternocissus tricuspidata. Diese Pflanzen können nach oben und nach unten wachsen und begrünen die gesamte Fläche. Wir müssen auch darauf achten, dass der Abstand der Kletterpflanzen von der Wand mindestens 10 bis 15 cm beträgt, damit die Pflanzen das Gerüst umwinden oder daran Halt finden können. Auch eine Hinterlüftung ist erforderlich. Die Pflanzen können so erzogen werden, dass sie nur die von uns gewünschten Teile der Zäune oder Wände begrünen. In vielen Fällen wird dadurch auch das Blühen der Pflanze gefördert. Dies gilt für alle Kletterpflanzen mit Zierblüten. Die Pflanze blüht reicher, wenn die Sprossachsen waagrecht gezogen werden. Beim waagrechten Wuchs trägt die Pflanze reicher. Daher sind die Sorten von Actinidia aguta, die für Obst kultiviert werden, zuerst hoch und dann horizontal zu erziehen. Ähnlich erziehen wir auch den Blauregen. Er wächst hier am Zaun. Nachdem die Pflanze die Höhe der Rankhilfe erreicht hat, werden die starken Sprossachsen ausgewählt und waagrecht an das Klettergerüst gebunden, geschnitten und im Folgejahr weiter erzogen. Auch die neuen Seitentriebe werden geschnitten. Eine so erzogene Pflanze blüht reich. Wir können die Pflanzen an der Wand hochwachsen lassen und, nachdem sie die gewünschte Höhe erreicht haben, zwischen den Fensterreihen oder unter dem Dach horizontal erziehen, damit sie reich blühen. Womit sollten die Pflanzen an die Kletterhilfe gebunden werden? Auf jeden Fall nicht mit Drähten, Schnüren oder anderen festen Stoffen, die mit der Zeit in die Pflanze hineinwachsen können. Es wird stattdessen empfohlen, ein geeignetes Bindematerial zu nutzen, wie zum Beispiel dieses Gummiventil. Es ist UV-beständig und kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. Dieses flexible Material wird in die gebundenen Sprossen nicht hineinwachsen. Hier sehen wir dieses Material. Die Kletterpflanzen können waagrecht erzogen werden, damit sie nicht hochwachsen. Hier erziehe ich eine Kletterrose auf diese Weise. Durch die horizontale Erziehung einer Sprossachse wird auch das Klettergerüst besser ausgelastet. Zum Binden kann ich UV-beständiges Gummiband verwenden. Da die Sprossachsen der Rose mit der Zeit nicht wesentlich dicker werden, können sie gegebenenfalls auch mit losen, gebogenen Drähten an die Klettergerüste gebunden werden. Ich verflechte die Sprossachsen von einer Seite, von der anderen und hier halte ich die Sprossachse fest und lasse einen Spielraum, damit es nicht zum Reiben kommt. Jetzt kann die Sprossachse spiralförmig hochgezogen werden. Im nächsten Jahr und in den Folgejahren wird sie dann gleichmäßig von Blüten bedeckt. Ähnlich können auch die Waldreben, insbesondere die stark wachsenden Sorten mit einer Wuchshöhe von 3, 4 oder sogar 6 Metern erzogen werden. Durch den waagrechten Wuchs wird die Bildung von Blütenknospen gefördert und das gesamte Gerüst mit Blüten bedeckt. Wenn wir wissen, wie die einzelnen Kletterpflanzen emporwachsen, können wir für jede Pflanze eine geeignete Rankhilfe auswählen. Die verwendeten Gerüste müssen zum Garten passen, für seine Größe angemessen sein und unseren Erwartungen an das Gestaltungsergebnis entsprechen. Die Gerüste können aus Holz oder Metall gefertigt oder geschmiedet werden. Geschmiedete Gerüste halten lange und sind auch dann im Garten dekorativ, wenn die Kletterpflanzen eingezogen sind. In Frage kommen auch rustikale Gerüste aus Pfählen, Weidengeflecht oder trockenen Ästen. Diese Gerüste können leicht entfernt werden, wenn wir sie nicht mehr brauchen. Als Gerüst können Tore oder eine Reihe von Toren genutzt werden, die sich zum Garten hin oder zu seinen einzelnen Teilen hin öffnen, ganz wie die Türen in einer Wohnung.
Wir haben bis jetzt vom Einsatz der Kletterpflanzen im Garten gesprochen. Sie können aber auch zur Begrünung von Städten verwendet werden. Sie sind zum Beispiel in den Parkanlagen zur Gestaltung von Taschengärten geeignet, wo es keinen Platz für Bäume gibt. Mit den Kletterpflanzen können auf kleinen Flächen grüne Oasen der Ruhe kreiert werden, die uns mit frischer Luft versorgen. Mit Kletterpflanzen können Fassaden begrünt werden. Kletterpflanzen sind auch für die Gärten auf Garagen oder Hausdächern bestens geeignet. In neuen Wohnanlagen gibt es oft zu wenig Mutterboden, um dort große Bäume zu pflanzen. Die Kletterpflanzen können dagegen schon auf einer Bodenschicht von 20 bis 30 cm kultiviert werden und bilden dann attraktive Lauben. Kletterpflanzen, die an Drahtseilen oder Wänden gezogen werden, können durchsichtige Kompositionen bilden. Die waagrecht vor den Fenstern wachsenden Pflanzen sorgen im Sommer für Schatten und kühle Luft. Nachdem sie im Herbst ihre Blätter abgeworfen haben, kann das Licht ungestört in den Raum gelangen. Bekannt sind auch Kletterpflanzengärten, zum Beispiel auf dem Dach der Bibliothek der Universität Warschau. Dieser Garten wurde zu einem großen Teil mit Kletterpflanzen gestaltet. Noch stärker kommen die Kletterpflanzen in dem MFO-Park in Zürich zur Geltung, wo auf einer Fläche von einem Hektar Metallgerüste mit Kletterpflanzen begrünt sind und eine grüne Oase bilden. Kletterpflanzen bieten viele Gestaltungsmöglichkeiten, von kleinen Gärten bis zu großen Grünanlagen in Städten und Metropolen. Umgeben von Kletterpflanzen können wir schön und gesund leben.